Also wir hatten 1. Das ist es schon. Der erste ist auch der letzte. Erinnert euch ans Gehen. Wir haben diesen Schritt vorwärts, rückwärts, der kommt ja fast genauso in all diesen Formen vor. Jetzt aber der Übergang, wenn ihr den Wechselschritt gemacht habt, also das Ausstellen und dann vorne ankommt, dann gibt es dieses in der hinteren Hälfte, also da wo das Bein mit wenig Gewicht oder fast keinem ist, versuchen diese Körperhälfte quasi noch mehr zu entspannen, auf dass quasi die Körperhälfte nicht zusammensinkt, aber sowas Ähnliches. Also dass das kein aktives Ziehen ist, sondern dass das wirklich so ein, dadurch, dass ich die Körperhälfte entspanne, kommt der Fuß nach. Sowas ist das, was wir brauchen, weil das nennt sich der halbe Schritt. Ich glaube, den haben wir bis jetzt noch gar nicht so ausgiebig gemacht. Da sind wir, das ist das Ende quasi. Und jetzt, ich mache den einmal. Das war schon der halbe Schritt. Ja, ein bisschen weich werden, das ist nicht wirklich ein kompletter Schritt. Also ich hole den nicht ran ganz, sondern der kommt näher zurück. Das ist ein relativ schmaler Schritt, also die Fußspitze. Wenn ich den Hacken an Hacken zusammen mache, so 90 Grad, und dann die Fußspitze da lasse, wo sie gelandet ist, und dann wieder so 45 Grad stelle, und dann in diesem hinteren Fuß, hinteren Bein gewichtet bin, das ist quasi die Endstellung mit dem Hacken an, mit dem Hacken auf der Erde, da soll es hingehen. Wir machen jetzt nochmal letztes Kniestreifen, dann dieser halbe Schritt, wir lösen das schon nach und nach aus, wir haben wirklich länger Zeit, schaut es euch erstmal an, letzter, ist ein anderer Winkel jetzt natürlich, vordere Hand wird so flach, ruhig auch locker. Die kommt schon hoch. Der Schritt ist schon fast ausgeführt. Ich gewichte nach hinten und vertwiste mich. Die Hände beschreiben so zwei Halbbögen und das hier sollte so ein A geben. Sowas in der Art. Ja, also manche, es gibt Unterscheidungen da drin. Etwas A-förmiges. Also Leute, die sagen, es muss unbedingt auf den Ellenbogen, manche zum Handgelenk. Das hängt davon ab, wie die Anwendung deuten auch. Ne? Wir deuten die Anwendung gar nicht. Jedenfalls nicht jetzt. Wichtig ist, dass ihr über die Finger gucken könnt. Das ist wichtig. Schultern sind locker. Also mir ist eigentlich wichtiger, dass ihr merkt, ihr seid in dem hinteren Standbein, die Hüfte ist zur Fußspitze des hinteren Standbeins, ihr guckt aber nach vorne. Ja? Das heißt, eure Schulter ist zur Fußspitze dieses Hacken auf der Erde, Fuß ist angehoben vorne, Fußspitze ist angehoben. In die Richtung guckt ihr, das ist schon gegnerorientiert, ja. Aber ihr seid vertwistet. Das ist verdreht sein, angenehm im Knie. Das sind, glaube ich, die Hauptaspekte. Gar nicht jetzt das, was die Arme machen, ne? Wie immer. Also eher dieses vertwistet sein. Dann machen wir das auch zuerst. Also erinnert euch an den letzten Schritt. Also ohne Arme jetzt erstmal. Ihr seid vorne mit dem Gewicht. Hüfte ist zur Fußspitze des vorderen gewichteten Beins. Versucht weich zu werden mit dem hinteren Bein, mit der Seite des hinteren Beins. Okay, dann kommt das Bein so halbe Strecke
entgegen. Und jetzt mit der Gewichtsverlagerung nach hinten bleibt ihr nach vorne ausgerichtet mit dem Oberkörper und die Hüfte, also der Unterkörper, dreht in die Richtung von der Fußspitze des jetzt belasteten Beins. Wie immer, um so wenig Gewicht wie möglich, also so wenig Torsion im Knie zu haben, wie es geht. Das ist der ergonomische Aspekt. Diese Vertwistung ist immer so ein Aufdrehen, um in die nächste Position dann zu kommen, dass die Arme quasi dann von selber in die Richtung gehen und so weiter. Es gibt auch manche Tai Chi-Formen, die das sehr betonen, weil man da auch sehr viel Momentum aufbauen kann und so weiter, was wir ja nicht brauchen. Aber dieses Gefühl des Vertwistetseins sind wenige Momente, in denen auch mal hier der innere Körper ein bisschen gewalkt wird. Also es ist auch rein physiologisch ganz gut. Deswegen machen wir auch langsam dann im Sitzen diese Body Wave. Nochmal. Also normaler Schritt, ihr seid vorne. Erinnert euch, das ist diese Geschichte. Deswegen auch nicht nach vorne, das ist total instabil, sondern wirklich, wenn ihr sowas habt, eher immer nach unten ausatmen. Nur da sollten alle übereinstimmen, unterer Bauch, Dantien, das Gefühl nach unten, trotzdem frei atmen. Also nicht so ein... Das kann man auch üben, jetzt weich zu werden mit der hinteren Seite, nachkommen lassen. Ihr merkt schon, wir machen schon wieder diese Yoga-Asana-Geschichte da draus. Ne? Also sich angenehm fühlen in diesen Zwischenschnappschüssen. Dann nach hinten gewichten. Also am Anfang ist es auch okay, erstmal den Oberkörper mitkommen zu lassen. Bloß macht da keine Gewohnheit draus. Habe ich wohl selber schon. Weil durch die Gewichtsverlagerung sollte schon diese Vertwistung entstehen. Also untere Hüfte nach da, Oberkörper nach vorne. Und dann bewegt sich eigentlich nur dieser flach stehende Fuß auf den Hacken. Manche machen den noch schmaler, den Schritt. Lassen wir jetzt erstmal weg. Also einfach wirklich nur die Fußspitze heben reicht erstmal. Auf dass ihr euch bewusst macht, das ist einer der wenigen, wo der Hacken aufgestellt wird. Nochmal. Vorne ankommen, jetzt mal mit den Armen. Wir leiten das mit den Armen nächstes Mal her. Den kennt ihr. Haben wir jetzt 8 Wochen gemacht. In erster Linie beim Zurückgehen erstmal nur gerade werden lassen. Vertwistung. Untere kommt nach oben. Ja, es ist ein bisschen kürzer schon. Der Schritt. Okay, nochmal, ich mach den so schräg, aber das war's dann schon für heute, ja? Mit der Pipa. Ich werde noch das Video verlinken, wie dieses Instrument, die Pipa, Laute, Gitarre, so eine chinesische Laute quasi. Es gibt ein paar Videos, auf das man mal sehen kann, wie die überhaupt aussieht, dass man sich vorstellen kann, warum das so heißt. Ja? Zurückgewichten, ich bleibe nach vorne ausgerichtet. Und diese 2 Halbbögen, das war's schon. Also wenn ihr erstmal den unteren Bewegungsablauf, diesen halben Schritt quasi, wenn ihr den heute mitgekriegt habt, ist das schon gut. Vorne gewichtet. Halber Schritt, nach hinten drehen,
nach vorne ausgerichtet bleiben und auf den Hacken gestellt nachziehen. Das soll es für heute sein. Wirklich. Versucht das öfter zu machen. Also wenn ihr ganz fix sein wollt, dann macht nur diese Beinbewegung mit der Vertwistung nach dreimal Kniestreifen, baut das ein und fangt dann wieder mit dem Kniestreifen an, dass ihr also das dreimal Kniestreifen, ihr könnt das ja einmal zusammen machen, ne? Den hier zurück öffnen. Ich renne jetzt aus dem Bild höchstwahrscheinlich. Ich sehe mich noch, okay. Noch einen, den, und ich würde sagen, lasst jetzt die Arme erstmal weg, macht diesen halben Schritt. Seid euch bewusst, dass ihr weiter nach vorne ausgerichtet seid und stellt auf den Hacken auf. Ja? Und dann einfach zurück und so weiter. Also ihr könnt das jetzt schon in die Schleife einbauen. Wir machen nächste Woche die Arme genauer. Also wieder nur im Stehen, nur die Arme, dass man das nochmal getrennt macht und dann bauen wir das wieder zusammen und so weiter. Es ist schon 30, wir machen aber trotzdem nochmal kurze, also eine ganz kurze Atemübung. Ganz kurze Atemübung, weil ich halte die auch für ziemlich wichtig. Ne? Wie aus den letzten Videos, versucht wirklich nur mitzukriegen, wie atme ich überhaupt. Ihr wisst, Bauchatmung, Brustatmung, oberer Bereich, füllen wäre gut. Ne? Nicht forcieren. Rumspielen mal ist okay, ne? Nur um einfach wieder die Sache mit dem Gürtel, ne? Um mitzukriegen, dann spannt das. Und wichtiger als euch jetzt anzustrengen, so atmen zu wollen, ist das innere Lächeln. Also dies ist ein unterbewusster Vorgang, das Atmen. Und wenn ihr unterbewusst so langsam immer wieder mitkriegt, wow, das hat sich jetzt richtig angefühlt, mit dem inneren Lächeln zusammen, dann kriegt ihr quasi die Richtung langsam. Das sind ziemlich komplexe Muskeln, die da beteiligt sind. Auch innen drin, ihr merkt dann, wenn ihr frei atmen könnt oder langsam lernt, dann lösen sich viele Muskeln, muss man gähnen manchmal und so. Deswegen ist das sehr gut. Es baut auch diesen Atem, das Atemmuster um auf vollständiger. Deswegen forciert nichts. Das Einzige, was entstehen sollte, einmal diese subtilen kleinen Aha-Erlebnisse, ah, so fühlt sich das richtig an, die Richtung stimmt, mit dem inneren Lächeln zusammen. Ne? Weil dann macht es euch Spaß, ihr lernt es schneller, wirklich schneller als dieses forcierte, ich will das jetzt können. Und wenn ihr dann vollständiger atmet, entsteht automatisch das innere Lächeln, dann seid ihr immer fröhlich. Also zumindest kommt das dann öfter vor. Echt, ist wirklich so. Weil ihr das zusammen gelernt habt. Vollständiger atmen, anstrengungslos, mehr Sauerstoff, mehr Massage im Bauchbereich, bessere Lymph, bessere Durchblutung, bessere Verdauung und so weiter. Und locker. Und eure Körperwahrnehmung wird auch besser. Ja.
aber es ist keine Action. Das Dumme ist nur, dieser Weg führt meiner Ansicht nach schneller zu Ergebnissen, ne? Als dieses Actionreiche. Nicht so lange. Also ich kann euch nur empfehlen, euch feste Zeiten zum selber Üben vorzunehmen. Sowas wie diese Atemübung ist gut täglich zu machen. Das Qi-Wecken ist super. Also ich mache das auf jeden Fall schon seit ziemlich vielen Jahren jetzt. Immer morgens mindestens und ab und zu auch einen Tag über. Da ist mehr dran. Also jetzt, ich habe jetzt sogar nachgedacht, dieses vollständige Atmen, wenn man ein Aha-Erlebnis hat bei diesem Down um 15 Uhr oder wann das immer ist, wenn man merkt, so der Geist lässt nach, manche Leute trinken dann ihren Kaffee und versuchen das damit wieder zu pushen. Und wenn man einfach mal sagt, oh, erstmal, ich habe das mitgekriegt, hier mein Gehirn wird weniger leistungsfähig. Ich probiere mal einfach jetzt so eine Atemübung und dann zu merken, wow, das startet richtig durch. Dann kann man sich das auch abgewöhnen, diese Lethargie-Geschichte. Ne? Genug Informationen für heute. Aus der Erleuchtung mache. Mal gucken. Habt einen schönen Sonnabend. Ich hoffe, ihr nehmt was davon mit, was ich hier von mir gebe und vortanze. Ich hoffe, es bringt euch was. Also entgegen zu dem, was kriege ich für die, da so nicht diese Deal-Geschichte, sondern eher so aus Herzensgeschichte. Ich gehe meinen Weg, vermittle, was ich weiß und gehe davon aus, dass ihr auf einem ähnlichen Weg seid und da was anfangen könnt mit. Ja. Das ist ein bisschen ein anderer Ansatz. Schönen Sonnabend. Bis dahin. Lasst es euch gut gehen und ungeheuer wichtig, das innere Lächeln.